Vielen Dank, Herr Bauer, an Sie und an den Fernsehsender FS1, dass Sie mich wieder zu Ihrer Sendung Die Sprechstunde einladen. Ich möchte wieder betonen, dass ich weder Infektiologe noch Virologe bin, sondern nur an diesem Thema interessiert. Und es wäre vielleicht besser, dass Sie die Leiterin der Landessanitätsdirektion einladen. Sie haben mir drei Fragen gestellt. Ihre erste Frage: Wie bereitet sich die Stadt Salzburg auf die kommende teilweise Eröffnung zum normalen Leben nächsten Dienstag vor? Nun, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, weil ich weder Wirtschaftswissenschaftler bin noch Psychologe, aber ich stimme den Fachärzten und Fachärztinnen im Fernsehen zu und die haben gesagt, falls Sie eine wichtige Krankheit haben sollten und Ihre Behandlung muss weiterlaufen, bitte unterbrechen Sie Ihre Behandlung nicht nur aus Angst vor dem neuen Coronavirus. Erstens, falls ich ein Patient bin und ich huste Sie direkt an, werden Sie angesteckt. Zweitens, falls ich ein Patient bin und ich fasse eine Oberfläche an und Sie fassen dieselbe Oberfläche kurze Zeit nach mir, zum Beispiel eine, zwei oder drei Stunden nach mir an, werden Sie angesteckt. Das ist bekannt, aber sie sagt, die Oberflächen sind viel gefährlicher. Man hat Stahl und Plastik getestet und das Virus lebt auf diesen Oberflächen für 72 Stunden. Und die Professorin schlussfolgert daraus, die Oberflächen sind eine große Gefahr. Unsere Büros und unsere Arbeitsplätze sind ein richtiger Hotspot der Übertragung. Reinigen Sie alles gründlich. Den Bildschirm, die Maus, die Tastatur, Handgriffe, Türgriffe, Toiletten und so weiter. Damit wir nicht unwissentlich diese Krankheit mehr und mehr über unsere Büros und Arbeitsplätze übertragen. Und zu den stillen Überträgern, da gibt es mittlerweile zwei Zahlen. 1:3. Diese Schätzung kommt von der Centers for Disease Control and Prevention, die CDC. Das ist eine Behörde in den Vereinigten Staaten. Also, einer, der infiziert ist und keine oder sehr geringe Symptome zeigt, und 3, die sich krank melden. Bis zu einem fantastischen 5:1. Das ist ein Verhältnis, das umgekehrt ist. 5, die infiziert sind, die keine oder sehr geringe Anzeichen der Krankheit zeigen, die fühlen sich gesund, sie verhalten sich gesund. Jeder Arzt, jede Ärztin, jede Krankenschwester und Krankenpfleger sagt, sie sind gesund, deswegen gehen sie zu der Arbeit und stecken im Schnitt 3 Personen an. 5 solche Leute kontra einen, der sich krank meldet. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, aber die stillen Überträger, das ist ein Fakt für diese neue Viruserkrankung. Also meine 2 Annahmen, nochmal mehrere Übertragungswege, mittlerweile bestätigt, stille Überträger, mittlerweile auch bestätigt. Und ich rechne jetzt mit Stift und Papier ein Modell aus. Wenn ich ein Computermodell bauen würde, wie es ein Professor oder Professorin für Mathematik kann, ich kann das sicherlich nicht, dann könnte ich auch Lokales berücksichtigen. Zum Beispiel, manche Städte haben viele Obdachlose, andere nicht. Manche Städte haben viele arme Personen, andere nicht. Einige Länder sind sehr groß, zum Beispiel Kanada und Australien. Die Bevölkerung ist nicht gleich verteilt. Oder es gibt Camps. Zum Beispiel Camps mit echten Kriegsflüchtlingen. Zum Beispiel diejenigen, die aus Idlib geflohen sind. Was passiert, wenn in so einem Camp die Covid-19-Erkrankung ausbricht? Das kann ich alles nicht. Ich
lasse all diese lokalen Fragen außer Acht und berechne ganz vereinfacht mit einer einzigen Formel für die ganze Welt. Eine schlimmste Prognose. Und wenn ich das mache, dann komme ich drauf, dass sich 50%, die Hälfte der Weltbevölkerung, vielleicht sogar bis zu 70%, sich mit dem neuen Virus anstecken werden. Aber 50% erscheint wahrscheinlicher. Und um richtig zu Ende zu berechnen, brauche ich eine zweite Zahl. Das ist die Letalitätsrate. Die Letalitätsrate ist die Sterblichkeitsrate bei denen die Krankheit eindeutig nachgewiesen ist. Und diese Zahl variiert wild von 0,3% bis 11% in Teilen Norditaliens. Das ist eine zu große Spanne, das kann man fast nicht akzeptieren. Und man kann jetzt zwei Sachen machen. Entweder kann man überlegen, zum Beispiel wegen den Gegebenheiten des modernen wirtschaftlichen Lebens leben in Norditalien viele von 25 Jahren bis 50 Jahren immer noch bei den Eltern. Sie geben es an ihre Eltern weiter und die haben eine höhere Sterblichkeitsrate. Je älter man ist, desto höher die Sterblichkeitsrate. Trifft das zu? Keine Ahnung. Oder ich sage 0,3 bis 11 und ja, ich nehme jetzt mal 1% an als die wirkliche Sterblichkeitsrate, in Anführungsstrichen. Und sogar das erscheint zu hoch, weil es wurden zu wenige getestet. In der Stadt Salzburg zum Beispiel wurde sicherlich nicht jeder getestet. Wenn ich jetzt magischerweise wissen könnte, wie viele heute auf der ganzen Welt mit dem neuen Coronavirus infiziert sind und wenn ich zusätzlich auch magischerweise wissen könnte, wie viele von denen wirklich an den Folgen der Viruserkrankung Covid-19 gestorben sind, dann könnte ich zu so einer Zahl kommen. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster hinaus und sage, die wirkliche Letalitätsrate ist 1 in 1000. Und jetzt mit dieser Annahme kann ich meine Berechnung zu Ende führen. Und diese mehreren Annahmen zeigen Ihnen auch, dass es keine Verschwörungstheorie gibt. Man muss solche Annahmen machen, um voraussagen zu können, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr passiert. Es gibt keine Verschwörungstheorie, man muss die Annahmen machen. Und wenn ich das mache und zu Ende rechne, komme ich in den nächsten 6 bis 18 Monaten, vielleicht 24 Monaten, auf 4.200 Verstorbene in Österreich und weil die Bevölkerung von Österreich in einem direkten Verhältnis zu der Weltbevölkerung liegt, auf 4,2 Millionen Verstorbene auf der ganzen Welt. Das wird dann die erste Welle sein. Daraufhin wird eine zweite Welle folgen, nach diesen 6 bis 18, vielleicht 24 Monaten. Und diese zweite Welle wird schwächer sein. Das kennen Sie sicherlich von der Grippe. Wenn in einer Saison die Grippe schwer läuft und die nächste Saison kommt genau dieselbe Grippe, ist sie nicht mehr so schwer. Dafür gibt es mehrere Gründe. Viren hinterlassen eine Immunantwort, weniger werden krank. Bei Coronaviren wissen wir, dass das der Fall ist. Leider hält die Immunantwort gegen Coronaviren nicht ein Leben lang an, sondern 1 bis 2 Jahre, sagen wir mal im Schnitt 18 Monate. Das wird die zweite Welle abschwächen. Wenn wir bis dahin eine Impfung finden, das wird die zweite Welle auch abschwächen. Und vereinfacht gesagt,
verhalten sich Epidemien mit Viren wie Waldbrände. Je mehr es in Anführungsstrichen zu brennen gibt, desto mehr in Anführungsstrichen heller brennt es, aber nach einiger Zeit wird es für die Viruserkrankung schwieriger, Opfer zu finden. Das wird die zweite Welle auch etwas abschwächen. Und bis zu der zweiten Welle wird sich ein Teil der sogenannten Herdenimmunität, die Sie sicher schon gehört haben, einstellen. Das wird auch die zweite Welle ein bisschen abschwächen. Und wenn ich das dann auch einrechne, wieder mit der Annahme, die Sterblichkeit in Wirklichkeit ist 1 zu 1000, komme ich auf 1300 Verstorbene in Österreich und 1,3 Millionen Verstorbene auf der ganzen Welt. 1,3 Millionen Verstorbene auf der ganzen Welt. Diese Zahl ist der schlimmsten Grippesaison, die wirklich gut aufgezeichnet wurde, ähnlich. Das heißt, wir Menschen werden uns an diese neue Krankheit gewöhnen. Auf die zweite Welle wird eine dritte und eine vierte Welle folgen. Jede dieser Wellen wird 6 bis 18, vielleicht 24 Monate dauern und jede Welle wird schwächer sein als die vorhergehende. Bis eines Tages diese neue Krankheit, die Covid-19, fast, aber nicht ganz in Vergessenheit geraten ist. Wie lange dauert es bis dorthin? Schätzungsweise 10 bis 12 Jahre, falls keine Impfung und keine Medikamente gefunden werden, und schätzungsweise 2 bis 4 Jahre, falls sowohl Impfung als auch Medikamente gefunden werden. Ich muss, um das zu berechnen, mehrere Zahlen und mehrere Annahmen mitberechnen, und die meisten davon entnehme ich der Bloomberg School of Public Health an der Universität Johns Hopkins, und diese Angaben sind frei im Internet verfügbar. Aber ich komme wieder drauf, 2 bis 4 Jahre. Die Schlussfolgerung ist, schützen Sie sich, Ihre Familie und andere so gut wie möglich in diesen 2 bis 4 Jahren. Und da möchte ich etwas betonen. Sie haben sicher gehört, die wichtigste Empfehlung ist, Hände zu waschen. Mit Seife, mindestens 20 Sekunden lang und mehrmals am Tag. Und das ist komplett korrekt, goldrichtig. Hände waschen mit Seife, mindestens 20 Sekunden lang, mehrmals am Tag. Aber ich möchte das ein bisschen im Detail erklären. 2 Punkte dazu. Erstens, sobald Sie zu Ihrer Wohnung zurückkommen, lassen Sie alles stehen und waschen Sie Ihre Hände gründlich. Erst dann mit allem anderen weitermachen. Und zweitens, das Virus befindet sich, wenn Sie es auf der Straße aufgeschnappt haben, auf Ihren Händen. Das stimmt schon. Aber da haben Sie sich noch nicht infiziert. Die Infektion findet erst statt, wenn Sie Ihr Gesicht berühren. Und das ist bei Menschen sehr schwierig, das abzustellen. Wir berühren alle unser Gesicht mehrmals pro Stunde. Das scheint angeboren zu sein. Und deswegen, bitte berühren Sie Ihr Gesicht nie, außer Sie haben gerade vorher Ihre Hände gründlich und lange mit Seife gewaschen. Nur dann ist es sicher, Ihr Gesicht zu berühren, und so vermeiden Sie eine Infektion. Und der letzte Punkt im Detail ist, Sie haben sicher von mehreren Quellen gehört, eine Maske zu tragen ist eine tolle Idee, falls Sie ein stiller Träger sind und Sie tragen eine Maske, schützen Sie andere.
Und das ist richtig. Und was wir alle eine Maske tragen, schützen wir uns gegenseitig. Aber dieser Schutz ist natürlich nicht gegeben, wenn Sie die Maske so tragen oder gar so, wie das Fernsehen ein paar Mal gezeigt hat, oder die Maske ständig berühren. Also Ihr Gesicht nicht zu berühren, gilt auch, wenn Sie die Maske tragen. Und die nächste Frage, die ich erklären möchte, kam nicht von Ihnen, Herr Bauer, sondern von jemand anderem. Und die lautete: Einige Länder haben Ausgangssperren verhängt. Zum Beispiel Großbritannien oder die Türkei in großen Teilen des Landes. Wie sollten wir uns verhalten, falls Österreich eines Tages in der Zukunft auch eine Ausgangssperre verhängen sollte? Nachdem ich diese Frage erhalten habe, habe ich einen Professor und eine Professorin angerufen und beide waren einhellig der Meinung, mindestens 4000 Schritte am Tag zu machen, wird Ihre Gesundheit zu einem großen Teil erhalten. Mindestens 4000 Schritte, da es mittlerweile Schrittzähler-Apps gibt für jedes normale Handy, die Sie runterladen können, sogenannte Pedometer-Apps, können Sie das leicht selber kontrollieren oder falls Sie nonstop in Ihrer Wohnung rauf und runter laufen möchten, 4000 Schritte sind mehr oder weniger 45 Minuten nonstop. Und dann gibt es noch die geistige Gesundheit. Nun, ich kenne mich nicht aus und ich habe auch keine Kontakte. Ich wüsste nicht mal, welchen Professor oder Professorin ich anrufen sollte. Aber ich habe vom Fernsehen etwas sehr Interessantes geschnappt. Es war der Kapitän eines modernen U-Bootes aus einem englischsprachigen Land. Und er sagte, in diesen schwierigen Zeiten kann man aus der Erfahrung in U-Booten lernen. Und er gab 5 Ratschläge. Erstens, überlegen Sie sich eine tägliche Routine und halten Sie sich jeden Tag wirklich an diese Routine. Zweitens, diese Routine beinhaltet jeden Tag auch eine gewisse Zeit für Entspannung. Drittens, Ihre Wohnung halten Sie viel sauberer als sonst. Viertens, Konflikt mit den Mitbewohnern wird kommen, das ist nicht vermeidbar, aber Sie müssen jedes Mal aktiv im Kopf behalten, einer schnellen Deeskalation den Vorzug zu geben. Und fünftens, jeden Tag, wenn das für Sie möglich ist, aber am besten wirklich jeden einzelnen Tag, gehen Sie raus zu frischer Luft und Sonne und wenn es auf einem kleinen Balkon ist. Und dann, einige Verwandte fragen mich immer wieder, gibt es schon eine Impfung? Es gibt schon gute Forschung für die Impfung, aber eine Impfung auf dem Markt ist noch nicht. Gibt es schon ein Medikament? Klinische Studien haben angefangen, aber es gibt noch kein brauchbares Ergebnis. Und gibt es einen neuen Test? Ja, es gibt einen neuen Test. Der bisherige Test, der PCR-Test, Polymerase Chain Reaction Test, ist zwar sehr gut, aber der ist nicht überall erhältlich. Und Sie müssen Material entnehmen, dort wo das Virus ist. Der neue Test ist noch nicht auf dem Markt, aber die Forschung ist sehr gut gediehen. Es bräuchte nur einen Tropfen Blut und man könnte sie nur mit einem Tropfen Blut testen. Das wird wahrscheinlich das Schnellste sein, was den Markt erreicht, weit vor der Impfung und einem Medikament. Und ich komme jetzt zu Ostern zurück. Ich habe gestern
Ostersonntag mit der Kamera, die Sie mir ausgeliehen haben, eben ein paar Eindrücke der Stadt eingefangen. Und da ist mir eingefallen, diese vielen Regeln, die wir einhalten sollen, können das alle. Zum Beispiel, was ist mit einer alleinerziehenden Mutter, die nicht viel verdient? So eine Person wird, auch wenn sie Symptome bemerkt, wahrscheinlich sich gezwungen fühlen, sich nicht krank zu melden, damit ja kein Verdienstausfall entsteht. Macht sie dann was falsch? Aber was ich in der Stadt Salzburg beobachten kann, zumindest ich, ob arm oder reich, halten sich fast alle wirklich sehr gut an die Regeln. Und das ist sehr gut. Und in diesen schwierigen Zeiten wünsche ich allen vor allem Gesundheit.